Wir haben mit unseren Ohren gehört, unsere Väter haben es erzählt, was du Gott getan hast zu ihren Zeiten vor Alters. Dieser Vers aus dem 44. Psalm begleitet uns heute durch den Tag. Ich stehe hier im Archiv der Gemeinde. Hier lagern die Kirchbücher. Hier sind alle Taufen, alle Konfirmationen, alle Hochzeiten und alle Bestattungen aufgeschrieben, die in dieser Gemeinde gemacht wurden. Hier lagern die Akten, hier ist dokumentiert, was in den Besprechungen diskutiert wurde, wie man zu Entscheidungen gekommen ist. Hier lagen die Haushaltsbücher, die Haushaltspläne und vieles andere mehr. Das Gedächtnis der Gemeinde, auch die alten Altarbibeln liegen hier. Was ist hier gepredigt worden? Die Erinnerung, sie ist uns wichtig. Die Erinnerung an das, was gewesen ist. Wenn wir hören, wie es den Menschen vor uns gegangen ist, den Vätern und Müttern im Glauben, wie sie erfahren haben, dass Gott mit ihnen gegangen ist, durch schwere und durch schöne Zeiten, wie sie auf Gott Vertrauen gelernt haben, dann kann uns das helfen, auch heute und jetzt Vertrauen zu haben. Erinnern ist wichtig. In diesen Tagen denken wir an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Wir erinnern uns an die Menschen, die damals gelebt haben und die, die ums Leben gekommen sind. Manche wurden ermordet und die Nazis versuchten, ihr Gedächtnis auszulöschen, Menschen und Namen und Erinnerungen auszutilgen. Wenn wir uns heute daran erinnern, dann geben wir den Toten ihr Leben nicht zurück, aber wir bewahren ihren Namen, ihr Leben in unserer menschlichen Erinnerung. Und wir vertrauen darauf, dass wir Menschen bei Gott geborgen sind, dass er sich an uns erinnert, auch über das Ende unseres irdischen Lebens hinaus. Erinnern ist wichtig. Das Hören auf das, was unsere Väter und Mütter im Glauben erlebt haben, aber auch das Weitergeben. Das Weitergeben an die nächste Generation und die übernächste. Was haben wir erlebt? Wie haben wir es erlebt, dass Gott uns beisteht in schweren Zeiten? Wie haben wir Freude erlebt? Wie haben wir miteinander Gemeinschaft erfahren? Erinnern ist wichtig. Erinnerung gibt uns das Leben. Erinnerung gibt uns Hoffnung und Mut für heute und für die Zukunft. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Die mich aus Krankheit gesund gemacht, die mich